بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Es gibt zahlreiche Berichte, die zeigen, was für ein einzigartiger Mann Umar radiallahu anhu war. Es wurden Bänder geschrieben über Umar. Warum war Umar so besonders? Es gibt zahlreiche Berichte, die zeigen, wie besonders Umar war. Aber warum ist das so? Weil Umar der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er war stets mit ihm. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sein Lehrer. Er zeigte ihm, was es heißt, gerecht zu sein. Umar war stets mit ihm. Wann immer du den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hast, war Umar auf der einen Seite und Abu Bakr auf der anderen. Es gibt Dutzende Hadith, wo diese drei immer zusammen sind. Und das zeigt, wie sehr ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beeinflusst hat, dass Umar solch eine Persönlichkeit bekam, dass heute noch über ihn geredet wird, heute noch Bücher über ihn geschrieben werden, weil er einzigartig war. Und das, weil er den besten Lehrer aller Zeiten hatte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wir müssen uns beschränken auf einige Berichte. Und ein Bericht, den möchte ich noch erwähnen, der wirklich zeigen lässt, dass bei Umar selbst der normale Bürger, der kein Geld hat, der in unserer heutigen Gesellschaft nichts wert ist, damals bei Umar einen Wert hatte. Und selbst wenn ihn der Gouverneur der eigenen Stadt Unrecht zufügt, dann kann dieser unterdrückte Bürger zu jemandem gehen, der für Gerechtigkeit sorgt. Und das war damals das, weshalb die Nicht-Muslime gerne in einem islamischen Land gelebt haben und nicht zu den Römern gegangen sind. Sie wollten nicht wieder zu den Römern, wo sie versklavt werden, wo der Führer in Rom das ganze Geld besitzt und er sich nicht dafür interessiert, wenn seine Bürger verhungern. Das wollten die Menschen nicht. Deswegen haben die Nicht-Muslime bei den Muslimen gelebt. Insbesondere unter der Führung von Umar radiallahu anhu. Einmal kam ein Mann aus Ägypten, um sich über den Sohn von Amr ibn al-As radiallahu anhu zu beschweren. Amr, Allahs Wohlgefallen auf ihn, er war der Gouverneur in Ägypten. Er wurde von Umar eingesetzt im Ägypten. Umar war in Medina. Und er hatte bestimmte Gouverneure, die er in bestimmten Ländern eingesetzt hat, weil er natürlich nicht an jedem Ort gleichzeitig sein kann. Da nahm er Amr ibn al-As und er war der Gouverneur in Ägypten. Also kam ein Mann aus Ägypten zu Umar radiallahu anhu. Er ist nach Medina gegangen. Und er sagte zu Umar: O Führer der Gläubigen, hier ist ein Mann, der vor der Unterdrückung zu dir flieht. Schaut euch das an. Ihr müsst euch in die Lage dieses Mannes versetzen. Ihm wurde Ungerechtigkeit zugefügt und er findet bei jemandem Trost, der ihm helfen kann. Wenn du heutzutage in einem Land von einem Führer gedemütigt und dir Ungerechtigkeit zugefügt wird, hast du niemanden, zu dem du gehen kannst. Denkt ihr, jemand hilft euch? Dieser Mann, der kam aus Ägypten bis nach Medina und sagte zu Umar: Hier ist ein Mann, der vor der Unterdrückung flieht. Daraufhin sagte Umar radiallahu anhu: Ich werde dir Schutz geben. Du findest Zuflucht bei deinem Führer. Was für ein schönes und erleichterndes Gefühl das sein muss, dass du jemanden hast, der noch mächtiger ist und dir hilft. Umar sagte: Ich werde dir Schutz geben. Und dann erzählte dieser Mann aus Ägypten, was passierte. Er erzählte, dass er und der Sohn von Amr, der Sohn des Gouverneurs, ein Rennen machten. Und dieser Ägypter, er gewann. Daraufhin schlug ihn der Sohn des Gouverneurs. Er schlug ihn mit der Peitsche. Dieser Mann, der vom Sohn des Gouverneurs geschlagen wurde mit der Peitsche, nur weil er gewann, er findet Trost bei Umar. Er findet Zuflucht bei Umar. Was für ein schönes Gefühl das sein muss für diesen Ägypter. Der Mann verzweifelte. Er kann sich nicht mit dem Sohn des Gouverneurs anlegen. Und weiß genau, da gibt es einen Amir al-Mu'minin, einen Führer der Gläubigen in Medina, der gerecht ist und der mir helfen wird. Daraufhin ließ Umar radiallahu anhu Amr ibn al-As und seinen Sohn nach Medina kommen. Also nicht nur den Sohn, sondern seinen Vater auch. Und als sie dort ankamen, sagte er: Wo ist der Ägypter? Als dann der Ägypter kam, waren sozusagen alle versammelt. Der Ägypter, Amr, der Gouverneur von Ägypten war, und der Sohn des Gouverneurs, der den Ägypter geschlagen hat. Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte zum Ägypter: Nimm die Peitsche und schlage den Sohn des Gouverneurs. Schlage ihn. Und der Ägypter begann ihn zu schlagen. Ein ganz einfacher Bürger aus Ägypten schlägt den Sohn des Gouverneurs. Das gibt's nur in einem gerechten Staat. Wenn der Prinz aus Dubai dich schlägt,
Da kannst du schlecht zu seinem Vater gehen und er wird dir die Erlaubnis geben, seinen Sohn zu schlagen. Das könnt ihr voll vergessen. Das geht nur bei einem Staat wie bei Omar radiallahu anhu. Es ging sogar teilweise so weit, dass Omar eine Person zu Unrecht geschlagen hat, ihm daraufhin den Stock gab, sodass diese Person Omar schlagen soll, um Gerechtigkeit walten zu lassen. So weit ging die Gerechtigkeit von Omar, dass er sich sogar selbst hat schlagen lassen, um Gerechtigkeit walten zu lassen, weil er zu Unrecht jemand anderen geschlagen hat. Er sagte also zu ihm, nimm die Peitsche und schlage den Sohn von Amr. Er schlug ihn und schlug ihn und schlug ihn, bis er empfand, dass er sich gerecht hatte. Der ein oder andere würde jetzt denken, okay, das ist gerecht. Der Sohn des Gouverneurs hat ihn geschlagen und der Ägypter hat ihn zurückgeschlagen. Das ist aber noch nicht alles. Omar ging sogar noch einen Schritt weiter und wollte dafür sorgen, dass es nicht noch einmal passiert. Also sagte er zum Ägypter, schlage das Haupt seines Vaters. Der Ägypter sollte jetzt sogar den Gouverneur selber schlagen. Der Ägypter hatte jedoch das Gefühl, dass er sich gerecht hatte. Daher verzichtete er auf die Chance, den Vater zu schlagen. Der Ägypter sagte, der Sohn hat mich geschlagen und ich habe mich gerecht und das stellt mich zufrieden, mehr wollte ich nicht. Omar gab einem ganz einfachen Bürger die Möglichkeit, sich zu rächen. Und jetzt frage ich mich noch einmal, in welchem Land hat der Bürger die Möglichkeit, wie damals der Ägypter in Medina? In welchem Land? Daraufhin sagte Omar zu Amr, wer hat dir das Recht gegeben, Menschen zu versklaven, die frei geboren wurden? Wer hat dir das Recht gegeben? Amr antwortete daraufhin zu Omar, O Führer der Gläubigen, ich wusste nichts von diesem Vorfall und der Mann, das heißt der Ägypter, er ist auch nicht zu mir gekommen. Das sind einige Berichte, die zeigen, was für ein Mensch Omar war. Warum wird immer über Omar radiallahu anhu gesprochen? Weil er die besten Lehrer hatte. Er hatte die besten Menschen an seiner Seite. Er hatte den besten aller Menschen an seiner Seite, Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und er hatte den besten Sahabi an seiner Seite, Abu Bakr radiallahu anhu. Und Omar hat von den besten Menschen gelernt. Wie soll aus ihm dann ein anderer Führer werden als in den Berichten? Und es ging so weit, dass Ali radiallahu anhu zu Omar sagte, O Omar, du hast es sehr schwer gemacht für die Führer, die nach dir kommen. Ali sagt indirekt, du hast die Messlatte so weit hochgesetzt. Wie sollen es die Führer nach dir gleich tun? Und ich bin mir sicher, wenn die Menschen das Leben von Omar studieren, wünschen sie sich so einen gerechten Führer. Ob Muslim oder nicht Muslim, spielt keine Rolle. Denn der Mensch, er liebt die Gerechtigkeit. Wa sallallahu alaihi wa sallam.